Hello, hello. Wer ist denn schon dabei? Schreibt sie mal rein in den Chat. Oder macht noch ein kurzes Warm-up für uns. Hallo. Hallo, liebe Julia. Hallo, Karina. Hallo, Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja? Ich meine dich. Natürlich meine ich dich. Der Odin, der hat sich schon in die Rückenlage gehauen. Lasst sich streicheln. Der ist schon im Entspannungsmodus. Wir haben allerdings heute noch ein bisschen was vor. Er braucht heute kein Zusatzgewicht, also braucht nur seinen Körper. Ach so. Hallo aus dem Süden, hallo zurück. Hey, cool Simone, dass du dabei bist. Hallo Julia, schön, dass du wieder dabei bist, Andi. Also, ihr braucht heute kein Equipment, nur Bodyweight-Sachen heute. Es wird cool, es wird heiß, es wird spannend. Wir starten einfach mal ins Warm-up rein. Wenn ihr Musik hören wollt, einfach Rufzeichen Musik in den Chat reinschreiben, dann kommt die Bootcamp-Playlist auf Spotify. Könnt dann im Hintergrund gern die Lieder abspielen. Wenn jemand noch nicht angemeldet ist, einfach registrieren auf Twitch und dann könnt ihr mit uns gemeinsam chatten. Danke für den Command, Dennis. Und die, die sich nicht anmelden möchten oder einfach nur mal reinschauen, zuschauen, können mir gerne per WhatsApp schreiben und ich teile das dann allen anderen mit. Und dann sind wir trotzdem noch in der Community und kommunizieren gemeinsam. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Es ist sehr, also es kommen eigentlich viele Elemente aus dem CrossFit heute. Also vom Modus her. Von den Übungen her jetzt nicht so arg, aber ja, bleibt's gespannt. Ich werde immer Step by Step verraten, nicht zu viel vorausgreifen. Wir sind jetzt bei der Hüfte. Also Standbein bitte leicht beugen. Anderes Bein nach außen rotieren und nach innen. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Fühle mich super, sehr schön. Ich glaube, es ist Rufzeichenliste oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab's programmiert, aber ich weiß es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Dann die Fußgelenke. Na, okay, das war's nicht. Ich kann kurz nachschauen. Andere Seite. Ah, wohl doch. Na bitte. War richtig, hat gepasst. Das war's. Kommands. So, wir starten mit unserer ersten Übung und zwar immer Ellenbogen diagonal zum Knie. Einfach im Stehen. Schaut lustig aus. Einfach ein bisschen für den Rumpf zum Bewegen. Ihr könnt da ruhig den Rücken rund machen, also ihr müsst da nicht aufrecht bleiben. Das ist wie so ein diagonaler Crunch, eigentlich nur im Stehen. Fünf. 4, 3, 2 und 1. Gut, ein bisschen ausschütteln alles. So, die erste Übung für die Beine zum Aufwärmen schaut so aus. Ihr macht es nach vor. Baut mal das Knie hoch, ganz schnell. Jetzt gleich im Anschluss Bein nach hinten.
Und hier den Bauch fest angespannt lassen, dass wir nicht versehentlich ins Hohlkreuz fallen. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Und dann seitlich. Standbein leicht gebeugt wieder. Bauch angespannt. Sehr schön. Und die andere Seite. Wieder vorne das Knie schnell hochziehen. Kleine explosive Bewegungen. Spürt man ein bisschen im Hüftbeuger. Also wenn jemand lang sitzt, ist das eine gute Übung auch. Und natürlich ein bisschen aufdehnen auch im Anschluss. So, dann zurück. Sind wir schon beim anderen Bein. Bauch fest, angespannt. Die Bewegung geht auch nicht so weit nach hinten. Also so weit, wie es die Gesäßmuskulatur zulässt. Also was man oft dann auch im Fitnessstudio sieht, dieses bis zum Himmel bringt nichts, weil das geht dann einfach nur in den Rücken rein. Ihr spürt es eh, wann aus ist, ja. Also wenn der Hinternmuskel nicht mehr arbeitet, würde dann der Rückenmuskel übernehmen. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen Hintern und Oberschenkelrückseite aufwärmen. Seitlich fehlt uns noch auf der Seite. Standbein leicht beugen. Wenn es irgendwie wackelig ist, dann einfach noch das Knie mehr beugen und Bauch noch mehr anspannen. Let's go. Gut. Nächste Übung. Ist super, super cool. Habe letztens von meiner Mitbewohnerin abgeschaut. Aus der Plank-Position springt ihr jetzt mit einem Bein nach vor und landet gleichzeitig mit dem hinteren Fuß. Beinwechsel. Einmal rechts, einmal links immer. Wie kann man das Ganze leichter machen? Einfach nach vorsteigen und wieder zurück. Einmal rechts, einmal links. Kriegt von mir einen Timer. Das Ganze machen wir eine Minute. Brennt ordentlich, aber dann sind wir wirklich bereit für unser Workout und super aufgewärmt. Ihr kriegt danach nach der Übung eine kurze Pause von mir. Ready, set, go! Schauen, dass ihr in der Mitte nicht durchhängt, sondern den Hintern ein bisschen höher haltet, Bauch fest angespannt haltet. Leichtere Variante nach vorsteigen und wieder zurücksteigen in die Ausgangsposition. Wenn es geht, mit dem Fuß wirklich neben die Hand. Das wäre cool. Also wenn ihr da wirklich weit nach vorne kommt. Und dranbleiben. 30 Sekunden noch. Let's go. Geht ordentlich rein. 25 noch. Wenn es anstrengend wird, einfach einmal rechts, einmal links steigen. Die Hände sind genau unter den Schultern. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. 15 Sekunden noch. So aufregende Übung, dass ich mein Headset verliere. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Sehr schön. Love. Ja. Das war jetzt die Aufwärmübung. Ja, ich bin motiviert heute, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Bin ich. Der erste Modus schaut folgendermaßen aus. Every minute on a minute, immer. Wir machen das Ganze 5 Minuten lang. Jedes Mal, wenn ihr den Timer hört, dann 10 explosive Push-Ups, also Liegestütz machen. Ich zeige noch Varianten, also ihr könnt euch da wieder die Variante aussuchen, die für euch am besten passt. Und da geht es eben darum, dass die restliche Minute, also ihr macht 10 Wiederholungen, die restliche Minute habt ihr dann frei oder Pause. Wenn ihr langsam seid, habt ihr nicht so viel Pause, wenn ihr schnell seid, habt ihr länger Pause. Und jedes Mal, wenn ihr den Ton wieder hört, wenn es wieder klingelt, dann die nächsten 10 Wiederholungen. Das Ganze 5 Runden. Philipp! Ich zeige mal die Varianten schnell. Entweder mit Knie am Boden, Bauch fest angespannt,
explosiv hoch, vielleicht sogar mit den Händen auch ein bisschen vom Boden abheben, wenn ihr wollt. Sonst einfach flottes Tempo. Also schnell hoch. Dabei aber darauf achten, dass ihr nicht in die Schulterblätter reinfallt, sondern euch wegdrückt, Bauch fest anspannt. Oh, ich bin abonniert, danke schön. Danke, Juli, fürs Abonnieren. Nicht vergessen, die Amazon Prime haben, unbedingt abonnieren. Wie kann man das Ganze ein bisschen leichter machen? Ihr nehmt eine Erhöhung, Sessel oder Tisch. Funktioniert so auch recht gut. Entweder mit Knie am Boden oder die Zehenspitzen am Boden. Und wenn jemand hypermotiviert ist, dann könnt ihr das Ganze halt auch so machen. Klassische Push-Ups, ich sag's euch gleich, es wird anstrengend. Ja. 10 Wiederholungen. Wenn man die schnell macht, sind es so um die 30, 40, 45 Sekunden ungefähr. Das heißt, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr dann noch Pause habt. Das Ganze läuft 5 Runden lang, also 5 Minuten. Ich würde sagen, macht euch bereit, sucht euch die Variante raus, die für euch am besten passt. Immer, wir richten uns gemeinsam ein, immer auf die Technik achten. Die Hände sind neben der Brust. Also wenn ich jetzt liegen würde, dann starte ich hier, nicht zu weit oben. Dann Hintern anspannen, Bauch anspannen und aus den Schultern wegdrücken, Schulterblätter ziehen nach hinten unten. Nicht in die Schultern reinsinken. Wenn ihr merkt, die Technik passt nicht mehr, dann sucht euch einfach eine Variante aus, die ein bisschen leichter ist. Das sollte auf alle Fälle immer vorgehen, die Technik. Ready? In 10 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1, 10 Wiederholungen explosiv. Selbstständig mitzählen. So, ich war super flott. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pause. Hälfte noch Pause. Durchatmen. Ich erhöhe jetzt dann auf 15 Wiederholungen. Es ist uns zu lang. Es ist zu lang Pause. Wir sind mal viel zu schnell mit den Explosiven. Gleich geht's weiter. 15 Wiederholungen, Leute. Ich mache das jetzt einfach. Hate me or love me. 10 Sekunden bereit machen. Tempo rauf, weil dann habt ihr eine lange Pause. 15 Wiederholungen. Und los geht's. Geht schon. Dranbleiben. 15 Wiederholungen. Yes. Komm, komm, komm. Geht schon da draußen. Letzten Reps. Und dann kannst du die Pause genießen. 3 Runden noch. Hast du geschrieben? Hoppla, letzte war falsch. 90 Degree Push-Ups. Huh, bist deppert. So, weiter geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ich muss umsteigen auf die halben. Huh. Und ihr könnt euch eben die Pausen immer nehmen, wenn ihr sie braucht. Wie ihr das macht, eure 15 Wiederholungen, das bleibt euch überlassen. Wenn ihr es explosiv und schnell macht, seid flotter fertig. Aber es ist natürlich anstrengender. Von Runde zu Runde Sache. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden Pause. Durchatmen. Zwei, eins und go.
explosiv. Es brennt schon, oder? Boah, die Erhöhung auf 15 war arg. Also, Lena merke während des Workouts nichts mehr umtun. Ich habe mir ja was dabei gedacht. Da. Sonst einfach eine Erhöhung nehmen, wenn es anstrengend wird. Zum Beispiel an Kasten, Sessel, Couch, whatever. Und Pause. Bisschen verschnaufen, durchatmen. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Let's go. Letzte Runde. Variante anpassen, je nachdem, was euer Trizeps, euer Brust noch hergibt. Und wieder die 15 Wiederholungen. Und danach wieder Pause. Super, acht auf deine Bauchspannung. Durchatmen, komplett fertig, voll zach. Das war eh die letzte Runde. Wie geht's euch? Schreibt es mal kurz rein. Also, ich finde, der Trizeps ist komplett eingegangen. Die erste Runde denkt man sich so, okay, ja passt. Ja, noch eine Runde würde uns jetzt, glaube ich, zerstören, gell? Wie ist euch gegangen? Es ist richtig, es wird immer härter, finde ich. Ja? Also, die erste Runde geht noch irgendwie. Da denkt man sich noch, ja, alles easy. Und dann einfach von Runde zu Runde immer härter. 15 Wiederholungen waren dann sehr unnett von mir, dass ich das erhöht habe. Keine Kraft zu schreiben. Boah, okay, passt. Dann geht's euch Gott sei Dank. Gleich bin ich beruhigt. Der Einzige, der entspannt ist, ist der Odin da im Hintergrund. Ja, dann war's vorbei, gell? Ja, wenn du das einmal explosiv machst oder einmal eine schwierige Variante nimmst. Und wieso ist er heute so fertig? Der hat sein Workout schon gehabt. Dem geht's gut, genau. Schreibt's mal rein, wie es euch geht. An dieser Stelle danke, danke an alle, die uns eine Spende zukommen haben lassen. Danke für den besten Support, beste Bootcamp-Crew. Wir freuen uns über jegliche Spenden, freiwillige Spenden. Wenn ihr das cool findet, was wir machen, PayPal-Link ist in der Infobox vom Kanal. Und ganz, ganz, ganz viele Leuten von uns erzählen. Man kann ja dann auch die Workouts auf YouTube nachmachen. Also schickt es an alle weiter, ladet ganz viele Leute ein. Es ist ja lässiger, dann gemeinsam zu trainieren. Oder wenn man vielleicht weiß, es trainiert die andere Person gerade mit dir gemeinsam. Geht gut. Ja, ich erkläre euch einmal den nächsten Modus. Dabei könnt ihr eh noch euch entspannen. Danke, lieber Philipp, für die Bits. Wenn ihr dann Amazon Prime habt oder uns abonniert habt, könnt ihr diese Bits während des Streams cheeren. Das heißt, dass ihr einfach einen Moment oder eine Übung oder was ihr immer cool findet, jetzt vermutlich den brennenden Trizeps, schätze ich, Philipp. So kann man quasi mit Bits seine Freude ausdrücken. Eine Minute, eine Übung, eine Minute die andere Übung drauf. Danach kriegt es wieder Pause. Die erste Kombination, wir machen das Ganze zweimal mit zwei verschiedenen Kombis. Erste Kombi sind Kniebeugen. Einfach ohne Zusatzgewicht. Eine Minute lang Kniebeugen, die die letzten 465 Kniebeugen gemacht haben, wenn sie sich freuen, dass es nur 1 Minute ist und nicht 45 Minuten. Wie kann man das Ganze leichter machen? Ihr nehmt einen Sessel, Couch, kommt mit dem Hintern nur kurz auf der Sitzfläche an und dann wieder hoch.
Wie kann man das Ganze schwieriger machen? Gesprungene Kniebeugen. Eine Minute lang ist aber ziemlich lang. Ich würde sagen, ihr hurzt auf euren Körper, steckt sonst einfach um auf die normalen. Danach eine Minute Ausfallschritte. Reverse Lunges, das heißt von vorne nach hinten steigen, einmal rechts, einmal links abwechselnd. Und dann kriegt ihr eine Pause wieder. Natürlich kann man da jetzt ein Zusatzgewicht nehmen, aber ich habe das konzipiert, heute so konzipiert, dass es auch so ohne Zusatzgewicht relativ anstrengend wird. Okay, gut. Also, Kniebeugen eine Minute, gleich ohne Pause geht es dann weiter mit einer Minute Ausfallschritte und danach kriegt ihr eine kurze Pause. Ready? Macht euch bereit, in 10 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1 und wir beginnen mit den Kniebeugen. Entweder klassische Kniebeugen oder gesprungene. Immer auf die Technik achten, dass ihr die Knie nach außen schiebt, ein bisschen so obeinig unterwegs seid und dass ihr mit dem aufrechten Oberkörper nach unten geht. Ihr könnt die Arme zum Beispiel nach vorne nehmen, in die Hüfte oder seitlich ausstrecken. 40 Sekunden haben wir noch, by the way. Wenn ihr merkt, es ist zu anspruchsvoll, braucht es noch ein bisschen Support, dann bitte einfach einen Sessel nehmen oder Couch, kurz mit dem Hintern die Sitzfläche berühren, nicht ganz niedersetzen, sondern nur ankommen und dann wieder hoch. Bauch fest anspannen, 20 Sekunden noch. Gewicht nach hinten verlagern auf die Fersen und die Brust, die bleibt immer aufrecht. 9 Sekunden noch. 3, 2, 1, fließender Übergang zu den Ausfallschritten. Einmal rechts und links. Aufrechter Oberkörper senkrecht nach unten. Hände zum Beispiel seitlich ausgestreckt oder in die Hüfte. Und schaut, dass ihr die Bewegung immer nach hinten macht, das ist ein Ausfallschritt. Senkrecht nach unten, dann haben wir einen rechten Winkel vorne und hinten. Hälfte schon geschafft, oder mehr als die Hälfte eigentlich. Jetzt sind es nur mehr 20 Sekunden. Bauch fest anspannen. Auch hier kann man die gesprungenen Ausfallschritte machen, wenn ihr die Challenge braucht. Ich bezweifle, dass es dann noch einmal irgendjemand braucht, aber sag einfach dazu. Und Pause. Durchatmen, verschnaufen. Das ist unsere erste Kombi. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wir machen das Ganze gleich noch einmal. Ich motiviere mich dabei mit Musik. Ich finde das immer super cool beim Trainieren im Hintergrund. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht, dass ich ohne Musik trainiere. Das ist ganz schwierig für mich. Da hat mich dann auch interessieren, wie es euch geht. Ob ihr mit Musik trainiert oder ob ihr eher gerne eure Ruhe habt. Heute brauchst du echt kein Zusatzgewicht. Ja, eben das habe ich irgendwann. Ja. Einfach auf den Link klicken, steht gerade im Chat, dann kommt ihr zur Bootcamp Spotify Playlist. Und in 12 Sekunden geht es schon wieder los. Zuerst wieder eine Minute Kniebeugen, eine Minute Ausfallschritte gleich im Anschluss dann. Und los geht's. Ich meine, natürlich kann man Zusatzgewicht jetzt nehmen bei den Ausfallschritten und den Kniebeugen. Aber wir sind ja nicht einmal noch bei der Hälfte von unserem Training. Also Leute, es wird schon noch anstrengend. Ist extra so geplant, dass ihr dann euch schon gut gespürt dann unterm Strich. Übrigens, heute dranbleiben, um 19:45 Uhr haben wir wieder Herzensangelegenheiten-Tag mit Amanda. Wir freuen uns schon auf euch und wie es euch geht. Mit allem, dass wir halt also ein bisschen mit der mentalen Gesundheit auch auseinandersetzen, nicht nur der körperlichen Gesundheit, die natürlich sehr wichtig ist, aber mentale genauso. So, 12 Sekunden. Zack. Letzten 5 Sekunden. Danach kommen gleich
die Ausfallschritte und los geht's. Immer abwechselnd rechts, links nach hinten steigen, Brust schön aufrecht, Oberkörper senkrecht nach unten. Nicht zu viel nach vorne klappen im Becken, so, sondern aufrecht nach unten. Ich weiß, das dehnt auch gleichzeitig ein bisschen den Hüftbeuger auf. Und macht große Schritte, Leute. Ihr müsst eure Beine irgendwo unterkriegen. Wenn man die zu klein macht, die Schritte, dann schiebt man oft oder tendiert man dazu, so nach vorne zu schieben, übers vordere Knie. Also großen Schritt, gerade nach unten, dann kann da überhaupt nichts sein. 14 Sekunden noch. Let's go. Dranbleiben. Spürst du das auch schon, das Brennen? Eigenes Tempo. 3, 2, 1. Ist jetzt voll gemein, wenn ihr das fragt, weil ihr wisst ja nicht, was noch auf euch zukommt, aber habt ihr Bock, noch eine dritte Runde zu machen von dieser Beinkombi? Einmal reinschreiben in die Kommentare, ja, nein. Schnauf. Was heißt das? Ja, nein. Wollt ihr noch eine Runde von der Kombi? Ja. Sicher. Passt. Dann würde ich sagen, ich lasse euch noch eine kurze Pause. Ein bisschen was trinken, kurz verschnaufen. Ja. Okay, sind sich alle sicher. Pudding. Hat irgendwer von euch eigentlich die gesprungenen Varianten probiert? Das würde mich jetzt voll interessieren. Habt ihr das gemacht? Hat irgendjemand die gesprungenen Varianten gewählt? Oder nicht? nicht. Okay. Am Anfang aber durchziehen konnte ich es nicht. Ja. Ja, eben, es ist einfach dann zu arg, ich weiß es. Macht es einfach so lang, bis ihr merkt, es passt von der Technik her nicht mehr oder da wird jetzt dann die Technik flöten gehen. Dann steigt es einfach um auf die normalen Varianten. Man kann ja durchaus an die Grenzen gehen und dann halt mit der normalen Variante weitermachen. So, getting ready. In 10 Sekunden geht's los. Letzte Runde von der Kombi Kniebeugen Ausfallschritte. 3, 2, 1, go! Kurz den Hund streicheln dazwischen. Wie kann man es leichter machen? Nimmt einen Sessel, Couch, Erhöhung. Nicht ganz nach unten gehen, sondern den Hintern kurz die Sitzfläche berühren und wieder hoch. Schwierigere Variante. Gesprungenen! Yes! Hälfte ist geschafft. 25 noch. Let's go. Bauch wieder fest nach innen. Auf die Technik achten. 15 noch. To go. Eigenes Tempo. Ihr könnt euch das einteilen, wie es für euch passt. Genauso wie ihr euch auch die Variante immer aussuchen könnt. Let's go. 3, 2, 1, umsteigen auf die Ausfallschritte. Let's go, let's go. Dranbleiben, gleich ohne Pause weiter. Wenn ihr dazwischen natürlich das Gefühl habt, ihr braucht eine Pause, bitte nehmt euch die raus, kurz durchatmen und dann einfach wieder einsteigen, wenn es für euch passt. 40 Sekunden to go. Hier auch gerne die gesprungene Variante. Oder ihr könnt das hintere Bein erhöhen auf einen Sessel, auf einer Couch. Am besten einfach mal abwechselnd. Wie kann man das Ganze leichter machen? Geht es nicht so weit nach unten? Und dann wieder hoch, nur so andeuten. Nie nach vorschieben, sondern immer das Gewicht nach hinten. 5, 4, 3, 2, 1, super. Yes.
Das war unsere Beinkombi. Die nächste Kombi wird super, super hart, die ist nämlich sehr kardiolastig. Und zwar ist es im komplett gleichen Modus, also eine Minute, sind es Mountain Climbers. Zum einen und zum anderen anfersen. Ich zeige Varianten vor, ihr sucht euch die raus, die für euch am besten passt. Ich beginne mal mit der easiesten Variante von Mountain Climbers. Ihr haltet euch auf einer Kommode zum Beispiel oder Lehne fest und dann abwechselnd rechtes, linkes Knie anziehen. Schauen, dass ihr da nicht durchhängt. Bauch ist fest angespannt. Nächster Step wäre dann Sessel-Couch-Sitzfläche. Dabei sind die Schultern genau über den Handflächen. Dann gehen wir weiter zum Boden. Hände am Boden. Abwechselnd rechts, links, Knie anziehen. Klassische Mountain Climbers. Sucht euch wieder eure. Oh no, ja, Mountain Climbers, I know. Sucht euch eure Variante raus und danach anfersen. Also ich halte nur deswegen hinten die Hände immer zum Popo, damit ich merke, wann ich mit der Ferse auch wirklich ankomme. Abwechselnd rechts, links zum Hintern. Wie kann ich das Ganze leichter machen? Einfach im Stehen, ohne die Sprünge, Fersen Richtung Hintern anziehen, Bauch dabei fest angespannt lassen. Also vor allem, wenn ihr Probleme habt mit den Gelenken oder wenn ihr wisst, dass ihr nicht springen solltet aus irgendeinem Grund, lasst es bitte weg, sondern macht es dann einfach im Stand. Oder auch wenn es zu anstrengend wird, steigt es dann einfach auf die andere Variante wieder um. 60-60. Fast so gut wie alte Baldecken zu streichen, genau. Falls jemand ein Workout braucht, unsere Wohnung hat auch noch gestrichen. Das ist ziemlich anstrengend, Leute, kann ich sagen. Macht euch bereit, es geht los in 8 Sekunden. Mountain Climbers. 5, 4, 3, 2, 1. Die Hände sind genau unter den Schultern. Abwechselnd rechtes, linkes Knie anziehen. Ihr könnt es auch gerne im Unterarmstütz machen. Auch da schauen, dass dann die Schultern genau über den Ellenbogengelenken sind. Wie kann man das Ganze leichter machen? Eine Erhöhung nehmen, Hände dort platzieren, abwechselnd rechts, links Knie anziehen. Schaut, dass ihr im Lendenbereich nicht durchhängt, sondern Hintern eher ein bisschen höher haltet, Bauchnabel fest nach innen zieht. 25 Sekunden noch, Leute. Go, go, go. Let's go. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Letzten 13 Sekunden noch. 10 Sekunden. Es geht dann gleich weiter mit Anfersen. Nicht vergessen. 5, 4, 3, 2, 1. Und anfersen. Yay. Könnt's, wie gesagt, auch hinten die Hände am Popo halten. Und schauen, ob ihr dann mit der Ferse raufkommt. Leichtere Variante. Einfach im Stand rechts, links, Ferse Richtung Hintern ziehen. Hälfte geschafft, 30 Sekunden noch. Und schön leise landen, das ist wichtig. Nicht wegen der Nachbarn oder. Aber weil ihr dann eine gewisse Vorspannung schon im Körper habt. Also wenn man so mit der ganzen Fußsohle landet, das soll eben nicht sein. Schön abfedern, 10 Sekunden noch. Go, go, go. Bam, bam, bam. 4, 3, 2, 1. Check. 60 Sekunden Pause, dann gehen wir gleich auf in die zweite Runde. Na, ihr braucht meine Wohnung nicht streichen, das ist echt okay. Sehr, sehr, sehr nett fürs Angebot. Durchatmen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Variante für euch gefunden von den beiden Übungen. Es geht nämlich gleich weiter wieder mit derselben Kombi. Mountain Climbers und Anfersen.
Die Mountain Climbers, ja, es ist richtig arg. 15 Sekunden noch. Macht euch bereit. Geht schon mal in die Position. Wir legen gleich los. 10 Sekunden noch Pause. So. Cardio, Superset ist am Start. Geht schon los. Ihr könnt auch bei den Mountain Climbers ein bisschen langsameres Tempo machen. Ihr müsst nicht so flott unterwegs sein. Beziehungsweise einfach leichtere Variante wählen. Eine Erhöhung nehmen. Auf die Bauchspannung achten, dass ihr hier nicht durchhängt im Lendenbereich. Hintern ist angespannt, Bauch ist angespannt. 30 Sekunden noch. Und let's go. 22 Sekunden noch. Go, go, go. Bleibt dran. 15 noch. Bauch noch einmal nach innen ziehen. Schaut, dass ihr nicht durchhängt. Vielleicht den Hintern ein bisschen höher zur Sicherheit. 8 Sekunden noch. 7, 6, 5, 4, go, go, go. 3, 2, 1. Super. Sehr gut. Jetzt wieder meine Frage an euch. Habt ihr Bock auf noch eine dritte Cardio-Runde? Ja, nein. Pff, Anfersentrottel. Pff. Du hast recht, Juli, danke. Anfersen. Wow, das passiert mir bei einem Zirkel. Sekunden noch. Ich hoffe, ihr habt es fleißig weitergemacht mit dem Anfersen. Ich bin nämlich ausgestiegen vor lauter, was jetzt verwirrt. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt stelle ich die Frage, ob ihr noch eine Runde wollt. Immer. Ja. Das passiert mir mittlerweile auch schon am Abend, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt an, wir mit der Amanda haben wir uns umgedreht im Lockdown. Ich bin jetzt der Morgenmensch geworden und sie ist der Abendmensch geworden, glaube ich. Oder sind auch ein paar keine Abendmensch mehr. Aber mein Hirn hat einfach schon, ist schon im Bett halb. Logisch, klar, sicher dritte Runde noch. Das war hart. Wie die kennen, Philipp, hast du da sicher bei den Mountain Climbers alles gegeben, oder? Wie geht's euch? Dritte Runde haben alle gesagt. Dann würde ich sagen, machen wir das auch, oder? Ready? 10 Sekunden geht's wieder los. Diesmal vergessen wir nicht das Anfersen. 3, 2, 1 und Mountain Climbers. Letztes Mal für heute. Das kann ich euch auf alle Fälle mal versprechen. Und dranbleiben. Hände genau unter den Schultern lassen. 45 Sekunden noch. Wenn es anstrengend wird, nehmt es einfach eine Erhöhung. Mit den Händen nicht zu weit weg von den Schultern. Oder was einmal gut geht, ist mit Händen auf einem Sessel zum Beispiel oder auf der Couch. 25 noch. Hintern noch einmal ein bisschen höher. Schaut, dass ihr nicht durchhängt im Lendenbereich. 18 Sekunden noch. 15. Go, go, go. Letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, anfersen. Go, go, go. Fünfundvierzig noch. Geh mal, geh mal, geh mal. Dranbleiben.
Sonst einfach steigen. Einmal rechts, einmal links das Bein hochheben. Aber wirklich mit der Ferse so weit als möglich zum Hintern ziehen. 30 Sekunden noch. Geht schon, geht schon, geht schon. Dranbleiben. 20. Letzten 15 Sekunden noch. You can do this. Geht schon, geht schon. Sonst einfach steigen. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Das war die dritte Runde. Yes, bam, sehr stark. Dritter Lockdown, dritte Runde. Ich hoffe echt, dass wir nicht noch mehr Runden durch noch mehr Lockdowns machen müssen, sage ich ehrlich. Wie geht's euch? Schreibt es mal rein. Schreibt es mal rein in die Kommentare, wie es euch geht. Ob ihr schon frei seid auf den nächsten Modus. Den erkläre ich jetzt nämlich gleich. Wir machen as many rounds as possible. M-Rap. Das heißt, es ist eine Zeit vorgegeben. Und ihr macht es dann ohne Pause, beziehungsweise die Pausen könnt ihr euch selber einteilen. Drei verschiedene Übungen immer hintereinander. Das sind 10 Burpees, 10 Crunches und 10 Leg Raises. Also wir haben sehr viel Bauch und durch die Burpees natürlich auch sehr viel Cardio auch drinnen. Wenn ihr mit den 10 Burpees fertig seid, da zeige ich euch gleich die verschiedenen Varianten, dann macht ihr 10 Crunches und 10 Leg Raises. Das Ganze dann wieder von vorne, wenn ihr wieder durch seid. Für 5 Minuten lang. Ihr könnt es euch immer hier auf dem Screen schauen. Und könnt es dann schauen, wo ihr gerade seid, damit ihr euch nicht verzählt. Also selbstständig mitzählen. Burpee-Varianten folgendermaßen. Klassischen Burpees. Einmal hinlegen am Boden und wieder hoch. Mit Sprung oder Light-Variante, Hände zum Boden, nach hinten steigen, in die Plank-Position, wieder nach vor steigen und aufrichten. Das war's. Danach kommen die Crunches dran, 10 Wiederholungen auch, in die Rückenlage. Nur den Oberkörper vom Boden wegheben. Cooler wäre, wenn ihr dazwischen euch nicht komplett am Boden ablegt, sondern wenn die Schulterblätter auch immer ein bisschen wegbleiben vom Boden, weil dann habt ihr mehr Spannung im Bauch und könnt mehr rausholen. Dann könnt ihr gleich am Boden liegen bleiben für die dritte Übung. Beine nach oben ausstrecken. Wenn das jemand aufgrund der Dehnung der Rückseite oder eben nicht vorhandenen Dehnung in der Rückseite nicht so gut kann, dann einfach ein bisschen angewinkelt lassen die Knie. Leg Raises. Beine von euch wegbewegen und dann wieder zum Körper herziehen. Wichtig ist, dass dieser Punkt, wo das Becken kippt, das, so weit solltet ihr gar nicht kommen. Also nicht ins Hohlkreuz, sondern Bauchnabel fest nach unten, Lendenbereich drückt in den Boden. Man kann das selber immer ein bisschen kontrollieren, wenn man zum Beispiel ein Bantel reinlegt oder ganz ein dünnes Handtuch in den Lendenbereich und dran zieht. Und wenn das Bantel dann rausflutscht, dann habt ihr die Bauchspannung nicht richtig gehalten. Zeige ich das einmal vor. Also ich habe hier Bantel. Das lege ich rein, ziehe dran. Wenn ich die Spannung halte, dann ist das Bantel eingeklemmt zwischen meinem Lendenbereich und Boden. Und jetzt ist es rausgegangen, weil ich die Spannung nicht mehr gehalten habe. So kann man das zum Beispiel im Partner-Check machen oder eben auch selbstständig, wenn man da was reingibt, was dünnes, ein Theraband oder so ein Miniband oder ein dünnes Handtuch. Nur Trick für euch, damit ihr dann genau wisst, ob ihr die richtige Bauchspannung habt oder nicht. Ja, 5 Minuten das Ganze. Gibt es noch Fragen dazu? Ich stelle mal die Stoppuhr ein. Mein Timer. 5 Minuten, as many rounds as possible. Ihr könnt die Runden mitzählen, wenn ihr wollt, aber wenn euch das zu kompliziert ist, müsst ihr es nicht. Ich frage euch dann nochmal zum Schluss, wie viele Runden ihr geschafft habt. Sucht euch die Varianten raus, die für euch am besten passen. Was kann man statt Leg Raises machen? Radfahren zum Beispiel. Crunches sollte gut funktionieren. Wenn jemand Probleme hat mit dem Hals oder mit der Nackenwirbelsäule, könnt ihr euch ein Handtuch drunter nehmen und den Kopf auf das Handtuch drauflegen. Statt den Leg Raises einfach Radfahren, wenn das zu much ist. Ich denke, der Rest sollte gut hinhauen.
wer mehr schafft. Wir haben schon eine Challenge am Start. Nein, ich sage nicht den Wechsel an. Ihr zählt selbstständig mit. Also, wenn ihr 10 Burpees gemacht habt, dann macht ihr 10 Crunches und danach macht ihr 10 Leg Raises. Dann fangt ihr wieder von vorne an: 10 Burpees, 10 Crunches, 10 Leg Raises. Da geht es darum, wie viele Runden ihr schafft in 5 Minuten. Mit individuellem Tempo, also so wie ihr das Tempo braucht. Genau, 10 Wiederholungen. Check, check. Also, alles klar. Ich würde sagen, ich gebe euch einmal den Countdown. Heute Burpees ohne Amanda, ja, pff, das ist echt ein Verbrechen, gell. Ich hoffe, sie macht das Workout nach, ich werde es ihr sagen. Wir werden drüber reden. Gut, die 5 Minuten starten gleich. Macht euch bereit. Wir starten mit 10 Burpees, eigenes Tempo. Ready, set, go. 5 Minuten. Selbstständig mitzählen, bitte immer die 10 Wiederholungen. Es ist sehr easy zu merken. 10, 10, 10. Sage jetzt an I, der immer die Wiederholung vergisst. Leitvariante, nach hinten steigen und wieder nach vorne steigen, einfach nur aufrichten. Selbstständig mitzählen. Wenn ihr 10 Wiederholungen habt, dann 10 Crunches. Wenn ihr 10 Crunches fertig habt, 10 Leg Raises und so weiter und so fort. Wie geht's euch? Bleibt's dran, Leute? Ich sage euch gleich die Zeit an. Mein Handy liegt gerade etwas höher. Die Crunches gehen relativ flott. Leg Raises sollten auch gut hinhauen. Nicht so weit zum Boden mit den gestreckten Beinen bei den Leg Raises. Könnt ihr auch den Kopf gern heben. Und dranbleiben. 3 Minuten 20 noch. Geht schon, geht schon, geht schon. Eigenes Tempo. Entweder ihr brettert's durch oder ihr nehmt euch dazwischen die Pausen. Ihr könnt das für euch selber entscheiden. Und immer eure Variante wählen, die gut passt. Wer bisschen am grausigsten? Geht schon, Leute. 2 Minuten 50 Sekunden noch. Go, go, go. Du machst das großartig, nur weiter so. 2 Minuten 30. Selbstständig immer mitzählen, die Wiederholungen nicht vergessen. 2 Minuten 15. Geht schon, geht schon, geht schon. Und die letzten 2 Minuten sind angebrochen. You can do this. Auf die Technik immer achten. Geht schon, Leute. Bauch immer anspannen, das passt für alle Übungen. Eine Minute 30 noch. Durchbeißen. Einfach Step by Step die Übungen durchgehen. In dem Tempo, das für euch passt. Eine Minute noch. Let's go. Hol noch einmal alles raus. Gib noch einmal alles.
Die letzten 50 Sekunden. Geht schon 40 Sekunden. Bleib dran, du machst es super. You can do this. Step by step. Dranbleiben, 30 Sekunden noch. Geht gut rein. Es sind nur 5 Minuten. Insgesamt. Ohne Pause halt. 15 Sekunden noch. Zehn Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Finito. Bam, bam, bam. Super, Leute. Sehr, sehr stark. Ich erkläre euch jetzt, wie man das zusammenzählt. Und zwar, wenn ihr eine Runde geschafft habt, dann zählt ihr das eben, wahrscheinlich sind es so 2, 3 Runden waren, dann schreibt ihr zum Beispiel, wenn ihr 2 Runden geschafft habt, 2 plus dann die Wiederholungen, die ihr insgesamt noch zusammengekriegt habt. Also wenn ihr gerade bei den Crunches wart und 2 Crunches gemacht habt, dann schreibt ihr 2 Runden plus 12, weil davor die Burpees noch waren. Also schreibt mal rein in den Chat, wie es euch gegangen ist. Wie viele Wiederholungen habt ihr? 3 plus 10, sehr gut. Mit Ach und Krach 3. 3 Runden, super Leute. Wow, die Juli ist am Fahren dran. 10 Wiederholungen noch rausgeholt. Vierte war nur mehr schier. Philipp, hast 4 geschafft, okay. 3 plus 10. 3 Runden, Ende im Gelände. Bam, Leute, super, voll stark. Ihr könnt jetzt einmal einrahmen und euch auf die Schulter klopfen. Super Leistung. Crazy, der Philipp hat einfach 4 Runden durchgezogen. Wahnsinn, fast zusammengeklappt. Ja, also du hast dir wirklich alles gegeben. Bist du deppert. Wahnsinn, voll stark. Also du kriegst einmal einen kurzen Applaus vom Odin. Der ist super begeistert. Super. Applaus, Applaus, Applaus. Platz. Wahnsinn, Leute. Ihr könnt echt stolz auf eure Leistung sein. 2 plus 9. Bam. Da spürt man die Pumpe. Ja, die geht dann auf alle Fälle. Sehr, sehr cool. Und ich mag solche Sachen halt auch, weil da kann man sich selber fordern, wenn man gerade die Energie hat. Oder man nimmt sich ein bisschen zurück, macht mehr Pausen oder macht es ein bisschen langsamer und kann sich das eigentlich komplett selbstständig einteilen. Gut, ihr habt dann zum Abschluss, sind wir ja gleich fertig, noch ganz, ganz eine kurze Challenge für euch, eine Blank-Challenge und dann sind wir schon fertig. Hallo Süßer. Also Beate, ich glaube, du bist prinzipiell nur wegen dem Odin da. Also bin mir nicht ganz sicher, ob du mittrainierst mit uns oder ob du nur den Odin gerne hast. Na Scherz, kann ich verstehen. Deswegen müssen ganz, ganz, ganz viele Leute, die einen Amazon Prime Account haben oder Arcan, uns abonnieren, dann kriegen wir mehr Emotes, die so wie unser Logo. Das kann man nämlich in den Chat reinposten. Andere von euch kennen das auch, weil sie einen VIP-Status haben, die immer dabei sind. Aber auf alle Fälle schalten wir dann neue Emotes frei und da kommt der Odin dann und das wollen wir auf alle Fälle. Und wenn ihr Amazon Prime habt, dann verlinkt am besten das Twitch-Konto mit Amazon Prime und dann schenkt uns ein Abo. Kostet euch gar nichts und wir haben was davon. Das ist super, super nett, auch ganz vielen Leuten weiterzählen, von denen ihr wisst, dass die auch Amazon Prime haben. Na, gemein. Brav abonnieren, genau. Und das Wichtige ist, das geht nur immer einen Monat, das Abonnement. Also schaut bitte noch einmal, ob ihr das Abonnement noch aufrecht habt. Sonst einfach neu abonnieren, das kann man eben jedes Monat neu vergeben. Wir kriegen ungefähr 5 Euro davon und für euch als Amazon Prime Kunden ist es komplett kostenlos. Also das ist total super, ihr unterstützt uns und müsst nichts dafür zahlen. High Five an alle. Yes. Blank Challenge. So, einmal Side Blank, also auf welcher Seite ihr da startet, ist eigentlich komplett egal. Side Blank Easy schaut so aus, dass ihr die Knie noch am Boden lasst und dann das obere Bein vom Boden weg.
Yes, danke schön. Seitplank schwer. Oberes Bein immer heben. Dazwischen kommt dann ein Plank. Dankeschön, Andi, fürs Abonnieren. Sehr, sehr nett. Ihr schiebt hier über die Schulter nach vor und zurück, ohne dass ihr mit dem Becken absinkt. Eher den Hintern ein bisschen höher, Bauch fest nach innen. Ganz, ganz kleine Bewegungen nach vor und zurück. Wie kann man das Ganze leichter machen? Einfach in der Position bleiben, statisch halten. Und dann kommt als dritte Übung noch die andere Seite vom Sideplank und das war's schon. Also das ist unser letzter Zirkel. 30 Sekunden jeweils. Das ist gleich erledigt. Macht euch bereit. Liebe Bootcamp Crew, Abschluss Plank Challenge für heute. In 10 Sekunden geht's los. Sucht euch eine Seite aus. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und es geht los. Man kann den oberen Arm zum Beispiel hochnehmen oder sich unten abstützen. Leichtere Variante mit Knie am Boden. Schaut, dass ihr hier mit dem Ellenbogengelenk genau unter der Schulter seid. Nicht zu so weit weg vom Körper, auch nicht zu so weit runter. Sollte genau in einer Linie sein. Hüften sind übereinander gestapelt, auch die Schultern übereinander. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel in die normale Plank-Position, Unterarmstütz. Und ihr schiebt jetzt nach vorne zurück. Nur ganz, ganz kleine, kurze Bewegungen. Das ist anstrengender, als man denkt, ich weiß. Bauch noch einmal fest, fest, fest nach innen, 15 Sekunden noch. Geht schon? Das sind unsere letzten Übungen für heute. Gebt es noch einmal alles, holt noch einmal eure Reserven raus. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Seitenwechsel vom Sideplank. Letzte Übung für heute. Geht schon. Dranbleiben. 15 Sekunden noch. Von der Schulter. Also wegdrücken vom Boden mit der Schulter. Leichtere Variante mit Knie am Boden. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, super Leute. Das war's. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei wart. Bleibt aber bitte noch dran, weil wir haben dann im Anschluss 1945 noch Herzensangelegenheiten und freuen uns schon mit euch über mentale Sachen zu quatschen. Ja, der Mann ist heute auch dabei, freut sich schon sehr auf euch. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch bald wieder in Real Life sehen können. Bitte halten wir uns alle gegenseitig die Daumen, dass das bald passieren wird. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche und ich verabschiede mich bis Mittwoch. 19 Uhr sehen wir uns dann wieder auf Twitch. Tschüss, Baba, danke, ihr Lieben, dass ihr dabei wart. Thank you. Bis bald. Ciao. Danke, danke.